Bin ich mal gespannt. Hallo und herzlich willkommen. Was geht ab? Eep. Neues Projekt? Du steckst mich an mit dieser Standardansage, weißt du es eigentlich? Weißt du eigentlich, dass unsere Standardansage die einzig wahre Standardansage ist? Sowas wolltest du haben. Ja, was geht ab? Aber nicht Ja. hallo und herzlich willkommen. Du hast jetzt auch angefangen. Ja. Die Augen. Welche? Die Augen. So. Weiß nichts über die Augen. Doch. Jetzt sehen wir weiß. Durch die Augen. So ein schönes Wasserbad, ne? Richtig entspannt. Während andere hier arbeiten müssen, entspannt er sich hier einfach in ein Bad. Frechheit. Aber hier läuft's. Insta. Das sieht nach einem komischen Modell für so ein Wasserbad aus, ganz ehrlich. So, ja, mal, was geht ab? Neues Projekt: The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, natürlich machen wir das wieder als Challenge, weil alles andere wäre natürlich zu einfach. Irgendwo standen für mich. Ah. Okay. Ja, gesagt. Ja, Challenge ist, ich darf in diesem Spiel nur dreimal Game Over gehen. Beim dritten Mal ist die Challenge vorbei und das Spiel auch. Ja, bin ich mal gespannt. Los geht's. Die Challenge steht natürlich als Info in die Beschreibung. Sehr gerne mal das Spiel noch kein einziges Mal durchgespielt, also ja. Er wird dich nach Richtig, einem obwohl ich langen das am Weg auf Release-Tag den gekauft habe. richtigen Weg weisen. Selbst ich hab's von dir ausgeliehen gespielt. Hast du Komplett durch. bestimmt, du hast es durchgespielt. Ja. Aber jetzt wird es bestimmt klappen. Hoffentlich. Hat jemand die Motivation dafür nicht, ja? Doch, jetzt, ich denke, ich kriege das durch Du hier. musst dich jetzt schon ziemlich vorsichtig verhalten, ne? Ja, das funktioniert schon. Ich weiß ja halbwegs, was mich hier erwartet. Kommst raus und dann direkt vor dir steht Ganon. Oh shit, Game Over. Leute, ich werde mit euch hier kann ich nicht sterben. 100 Parts. Bestimmt. ja. Halte Nein. den Shika-Stein über das Podest. Dann wird der Weg sich dir öffnen. Wer ist das? Weiß nicht. Das Links Oma? Heilige Scheiße. Das ist immer eine geile Tür, hä? Ist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Und nicht dreimal zu sterben. Und nicht dreimal zu sterben. So. Oder mal hier wieder ein bisschen zurechtfinden. Menü. Speichern. Okay. Okay, denk dran. Du hast das Triforce des Mutes, ne? Hier rennst du. Genau. Da muss ich mich immer ein bisschen wieder zurechtfinden. Gibt es so eine Anleitung für die Steuerung jedes Mal, wenn du Boah, irgendwo nee, ich kletterst, find's ist selbst so? raus. Oh mein fucking Gott, die Natur kann doch so schön sein, ne? Und trotzdem hocken wir gerade in der Bude rum. Also insgesamt in-game bin ich so, ne? Wir vertiefen uns ja
in die Welt von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Natur pur. Mit einigen Monstern. Aber es geht hier ja nur um die Natur, ne? Mein Ziel ist natürlich, Ganon zu besiegen. Hey, das ist ein Spoiler! Ich denke nicht. Niemand von denen weiß, dass wir Ganon besiegen wollen. Wenn ich Ganon besiegen werde, ist die Challenge vorbei. Natürlich auch. Ich habe gewonnen. Ein Stock! Gute, ja. Dann spielt sich Knecht Ruprecht. Hier bleibe ich mich. Und hier bin ich. Ein Hyrule-Pilz. Aber dass es nicht aus dem Quillskönigreich kommt, sonst wäre sein Link jetzt ein bisschen größer. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein Monster. Greif an! Okay. Du zielst nicht mal richtig! Oh. Also, er ist ein Ballbrand bei Ich kann den Geld besiegen! Yes! Du weißt, dass du Schaden bekommst, oder? Oh, ja. Komm, ein bisschen Spaß muss auch sein. Hohoho, selbst der alte Mann lacht. Siehst du? Also, sollen wir jetzt hier mit Voice Acting machen oder nicht? Hä? Was meinst du? Warum sollten wir es? Weil die Geschichte dadurch spannender wird, besser. Und wir können trainieren. Ja, können wir gleich machen. Du sagst es gleich. Ja. Also nach dem hier. Bist du die weibliche oder die männliche Person? Gute Frage. Holzfäller-Axt. Nice. Ah, hier kann ich das rausholen. Ja, da bin ich immer ein bisschen schlauer. Ja, ich habe das Spiel schon etwas länger nicht mehr gespielt. Tut mir leid. Lauf! Warum? Hör mal, da ist ein Guide hier! Der muss dir doch helfen! Alter, du verkloppst einfach hier fremde Leute! Was ist das hier, GTA? Ich dachte, das ist mein Ziel. Was für ein Arschloch. Hallo. Versuche die Welt zu retten. Link. Link. Kein Anschluss. Gib dich zu dem Ort, den der Shika-Stein dir weist. Da kommt einfach mal ein Typ an, der. Der mal ein bisschen komisch aussieht, der ein bisschen anders ist als du und verkloppt ihn direkt. Da hätte der dir ein Item gegeben, wenn du ihn angesprochen hättest. Mhm. Muss gerade ein bisschen stören, ein bisschen weiter was. Hier werfe ich das. Ah, hier. Oh, guck mal, ein Schleim. Was hat der Schleim dir getan? Beruhig dich. Was hat er dir getan? Wir fangen gerade erst mit diesem Projekt an. Und? Und? Sehe schon. Nimm, selbst kommt schon. Der schwitzt schon, der kann nicht mehr. Ja. Der hat genauso viel Ausdauer wie du zur Zeit. So, jetzt gehe ich hier. Ja. Du hast bestimmt jetzt schon für den Tag Pause bräuchtest. Ich muss denken, dass wie ich das kann man. Achso. Will jemand speichern, ja? Nein, ich will nicht speichern. Leute, hier wird's extrem spannend, ja? Ah.
Und schon wieder eine Waffe weniger. Ja, aber den lässt du in Ruhe, ne? Jetzt spielst du Pussy. Junge, ich muss jetzt hier sehen, dass ich jetzt hier irgendwie weiterkomme. Großstein, das ist schon ein Challenge allein genug. Ich wollte eigentlich das Spiel so ein bisschen normal spielen. Weil da ein bisschen Diskussion. Dass es ein bisschen anders sein sollte. Aber ich gebe Ihnen auch recht, man kann ja nicht immer alles so normal spielen. Gerade auf diesem Kanal. Es sei denn, Leute, es sind brandneue Spiele, die dann erst raus sind. Dann spielen wir nochmal durch. Mann, was für ein Opfer. Der hat verdient zu sterben. Bitte? Ja. Ein Schwert. So, jetzt. Sieht das mal aus. Genau. Ich gehe jetzt hoch. Haltest du ein bisschen auf Zeit? Warum sollte ich jetzt hochgehen? Gehst du hoch? Wirst du sauer? Oder auch meinst du damit? Ich würde nicht hochgehen, aber Link geht ja hoch. Warum sollte Link denn jetzt auch mal sauer sein? Ich habe gesagt, er soll hochgehen. Soll man jetzt mit hochgehen? Ja, diesen Turm da hochgehen. Wo ist da ein Turm? Warte. Ach stimmt, das geht ja automatisch und er ist schon da oben. Ach so, ja, stimmt. Da war ja was. Dramatische Musik. Jetzt kommt Ganondorf endlich auf die Welt. Jetzt wissen die Leute, Ganondorf ist da. Und er wird Hyrule zerstören. Erste Zelda mit einer offenen Welt. Das ist natürlich der Atem der Wildnis. Turm des Plateaus. Plateaus, glaube ich. Plateaus, ja. Karteninformationen werden übertragen. Da. Wer kennt diesen Sound nicht, hä? Erinnere dich. 100 Jahre lang hast du geschlafen. Und da ist jemand faul. Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Oh, wie süß. Kann ich das streicheln? Jetzt geh. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Du hast sie gehört. Beeile dich. Erstmal nach Hause. Wahrscheinlich. Ja, da zurück, wo wir angestellt sind. Zelda ist auf dich angewiesen. Hier ist schon die erste Möglichkeit für ein Game Over. Du meinst, wenn ich da runterspringen würde? Ja. Ich weiß, weil ich kein Fallschirm habe. Aber ich weiß ja, wie es funktioniert. Richtiger Experte. Oh! Ich mach schon. Da will sie entspannt haben, hä? Oh shit. Ja, ich hatte gerade jetzt auch Panik. Das war nicht geplant. Oh shit. Ja, nochmal. Einfach die Treppe runtergehen, ha? Oh. Ein Monster! Schnell, greif an!
Sprichst du ihn? Ich kann ihn wohl mal kurz sprechen, ja. Ja, bitte. Oh Gott. Junge, Junge, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gesehen, wie überall diese Türme aus dem Boden geschossen sind. Das muss heißen, die Kraft, die unter Hyrule schlief, wurde erweckt. Oh mein Gott. Du warst gerade auf dem Turm, oder? Was gab's denn dort oben, hä? Wirklich eine Stimme in Richtung des Schlosses? Hast du nicht eine Vermutung, wessen Stimme das gewesen sein könnte? Ich verstehe schon. Wie bedauerlich. Das ist bedauerlich. Aber dieses unheilvolle Wabern rund um das Schloss ist dir sicher nicht entgangen, oder? Doch. Wir nennen es das Regenbogeneinhorn. Gerne. Großer Unterschied. Es ist nun 100 Jahre her. Da hat dieses Unheil das Reich Hyrule zerstört, das sich einst hier befand. Es tauchte wie aus dem Nichts auf. Zerstörte Städte. Kartete ein Großteil des Volkes einfach den Tod. Und seit 100 Jahren verweilt es nun dort. Das bedeutet, es ist auch faul. Genau wie du. Hallo? Ich spreche hier gerade mit Link, okay? Ja. Das heißt, wie das Geschwür an Schloss Hyrule, das Geschwür am Schloss Hyrule, einst stolz Wahrzeichen des Königreiches war. Und du verspürst den Drang zum Schloss zu gehen, habe ich recht? Das dachte ich mir. Leider wird da nicht so schnell was draus. Das Plateau, auf dem wir uns befinden, ist von jenen Abgründen umgeben. Weißt du das eigentlich? Jeder, der dort hinunterfällt, wird für immer im Nebel verloren sein. Wenn man allerdings, wie ich, ein Parasegel besitzt, sieht die Sache ganz anders aus. Na gut. Aber nun runter mit der Beeilung. Ich will, dass du einen gewissen Schatz für mich besorgst. Er besticht dich. Ja. Warum tötest du ihn nicht einfach und klaust den Parasegel? Folge mir. Hol die Axt raus und schlag ihn. Man bringt nichts. Vielleicht ist das ja die vielleicht ist das ja das Regenbogen-Einhorn-Ganon. Siehst du das davor? Der Schrein, der so ein loderndes Licht abgibt. Zur gleichen Zeit, als der Turm aus dem Boden sich erhob, begann der Schrein zu leuchten. Was hat das mit Armit auf sich, ja? Weiß ich nicht. An solchen Orten scheinen eigentlich kostbare Schätze zu sein. Du willst mein Parasegel haben. Oder nicht? Dann bin ich mal gespannt, was für einen Schatz du mir bringst. Okay, können wir bring das mal ein Stück Part Scheiße. Machen? Möchtest du es denn noch in diesem Part machen? Wir haben schon 20 Minuten erreicht. Ja, ich denke schon. Da wird der erste Part ein bisschen länger sein. Weil Leute auch die Zeit dafür haben, immer 30 Minuten Part zu gucken. Und die nicht gerade so denken, ja, 10 Minuten oder so kann ich ja wohl mal kurz einen Part gucken und das war's dann. Sicher? Guckst du lieber einen 2-Stunden-Part oder einen 10-Minuten-Part? Ja, dann mach. Ja, dann mach ich mal.